Hallo zusammen, ich begrüße euch zur Pop-Piano-Keyboard-Session Nummer 2. Es geht auch diesmal noch um Harmonielehre, und zwar um interessante Akkorde und deren Anwendung in der angesagten Popmusik, in der Up-to-Date-Popmusik. Und dazu habe ich gerade mal Whitney Houston's Saving All My Love gespielt, denn das ist Popmusik, bei der man Harmonielehre sehr gut erklären kann. Ich möchte nochmal zurückgreifen auf einige grundsätzliche Sachen, die ich in der ersten Folge gesagt habe, und sie an neuen Beispielen zeigen. Zum Beispiel folgende Harmonieverbindung: C-Dur, E-Moll 7, G, C-Dur. Und um diese recht simple, banale Akkordverbindung etwas interessanter zu gestalten, mache ich Folgendes. Ich nehme ein Muster, ein Melodiemuster hinzu, ich behalte die Akkorde jedoch bei, aber ich nehme die None dazu bei C-Dur und jetzt ein synkopiertes Muster, mal in Zeitlupe, 1 und 2 und 3 und 4 und... Diese Synkopen geben der Sache den letzten Kniff. Die eine Hand, nämlich die linke, spielt gerade. Und die rechte spielt synkopisch dazu, mit kleinen Gags. Und ein Gag ist zum Beispiel dieser. Dieses Nachklappern. Simpel wäre es so. Mit diesem Gag. So eine Eigenart, wie man einen Akkord interessanter machen kann, nämlich eigentlich G-Dur, und mit diesem Vorschlag, der gar kein Vorschlag ist, denn Vorschlag wäre das. Ihr aber sollt spielen ein Nachschlag quasi. Der obere Ton, das C, bleibt liegen und das H wird nachgeklappert. Und das Ganze im Tempo. Zweites Beispiel. Etwas mal von der Ballade weg. Ihr habt folgende Griffe. E-Moll, 7, 9 und A-Moll, 7, 9. Aus diesen beiden Griffen bestehen sehr, sehr viele Songs, gerade aus der Soul-Musik. Und diese kann man etwas anreichern durch dieses Muster. Synkopierte Melodiefiguren. 1, 2, 3, 4. Die kommen erst richtig zum Tragen, wenn man sie auch akzentuiert spielt. Das geht nicht so. Also so schlaff nicht, sondern richtig akzentuiert. Klar, dass die 1 den ersten Akzent kriegt. Akzentuiere sehr extrem, zum Beispiel bei, da wird die None ganz leise gespielt, dass sie fast unter den Tisch fällt, aber das ist der Gag, dass ich nämlich die Unterschiede zwischen Akzent und Nicht-Akzent ganz groß mache. Das ist viel interessanter als, ihr seht, es gibt den Eindruck, dass irgendwas fast nicht da ist, aber es ist da, nur sehr schwer zu erkennen. Und das macht die Sache etwas geheimnisvoll. Das waren nochmal zwei Muster, die darauf zurückgriffen, wie man einfache Akkorde interessant aufbauen kann. Jetzt einige Beispiele von
zwei Herren, die mir sehr am Herzen liegen, vor allem ihre Musik, nämlich David Foster und Michael O'Mardian, zwei Pianisten, Keyboarder, Arrangeure, Produzenten aus den Vereinigten Staaten, die die Keyboardmusik der letzten Jahre sehr entscheidend mitgeprägt haben. Und auch wenn ihr die Herren nicht kennt, ihre Musik hört ihr täglich im Radio, zum Beispiel. Hard to Say I'm Sorry von Chicago auf der LP Chicago 17. Ein echter Welthit von David Foster, komponiert, produziert, arrangiert. Und wenn ihr dieses Klaviervorspiel vor euch sehen würdet als Notenausdruck, würdet ihr lachen, denn es ist total simpel und einfach zu spielen. Wenn ihr da 3 Jahre Klavierunterricht habt, könnt ihr das sofort nachspielen. Okay, für den Triller braucht man vielleicht 5 bis 6 Jahre. Jetzt kommt der Gag. Bis dahin war es ja okay. Jetzt ganz banal. D-Dur mit Vorhalt von der None. Die None ist die zweite Stufe der Tonleiter. Ich nenne sie mal None. Der gleiche Ton wie die None. Wird aber nicht einfach zusammen angeschlagen, wie wir das in eigenen Beispielen des ersten Videos hatten, sondern vorgeschlagen. Das gibt einen sehr interessanten Effekt. Das klingt total anders als. Denn dieser Unterschied macht den letzten Kick aus, der Popmusik wirklich von gute Popmusik von normaler Popmusik unterscheidet. Zweites Beispiel, gleiche Technik. Kenny Rogers, We've Got Tonight, auch von David Foster produziert und arrangiert. Gleiches Muster, diesmal bei As-Dur, der Ton B, die None, wird vorgeschlänzt. Zwei andere Beispiele. Song etwas älteren Semesters, aber deshalb nicht gerade den anderen zurückstehend, denn er ist ein unglaublich toller Song, was die Harmonien angeht. Ein ganz einfaches F-Dur beginnt den Song, allerdings in dieser Voicing-Schreibweise oder Art und Weise mit Gabelgriff, kennt ihr noch vom ersten Video. Und jetzt die None, hier mit dem Daumen. Diese synkopische Spielweise viel interessanter als 1, 2, 3, 4. Das wäre langweilig, aber diese synkopische Spielweise bringt einen Pfiff hinein, der natürlich richtig ausgeführt werden muss. Denn diese Synkopen klingen nur gut, wenn sie auch richtig artikuliert werden. Mal in Zeitlupe, 1 und 2. Meistens wird nämlich gerade die ungerade Taktzeit akzentuiert. Also die Synkope wird vorgehoben. Aber wichtig, dass das total im Timing geschieht, denn in euch muss ein kleines Metronom ticken, dass das alles mitmacht. Ein Song, der sehr aktuell ist, von Michael O'Mardian produziert und auch gespielt und arrangiert und von David Foster komponiert. Also eine recht interessante Mischung. Gesungen hat den Song Peter Cetera auf der ganz neuen Scheibe von ihm. Und der Song heißt Glory of Love.
typisches Michael O'Mardian-Motiv ist dieses. Nicht so sehr neu, aber es kommt toll an in der Verbindung mit den anderen Akkorden. Es wird synkopiert. Darüber. Natürlich mit einem anderen Instrument als Overdub gespielt. Aber die Mischung von beiden zusammen ist sehr interessant. Dieser Song, auch wieder mit None unbedingt bei C-Dur, also nicht Dur, sondern soweit einige Beispiele, die ihr vom Radio her kennt. Hört euch mal folgendes Stück an. Es handelt sich hier um einen Shuffle, also was ganz anderes als eine Ballade. Ein Shuffle ist ein rockig-poppiger Swing-Rhythmus. Dazu etwas mehr im nächsten Video, wenn es speziell um Rhythmen geht. Aber neben der speziellen Technik, wie die beiden Hände zueinander spielen, ist hier sehr wichtig, wie die Voicings der rechten Hand sind. Schaut euch mal an. D-Dur mit None. Nächster Akkord, Cis-Moll 7 mit dem Ton, der bei D-Dur vorher noch dabei war, nämlich das A. Das ist nämlich hier die 6. Stufe oder die 13 auch genannt. H-Moll 7 mit 11. A-Dur mit None. Cis-Moll 7 mit 11. Und jetzt kommt ein Akkord, über den habe ich mich mit einem ganz weltmeisterlichen Herrn etwas gestritten oder diskutiert, nämlich mit Michael O'Mardian. Dieser Akkord, den ich gleich noch erklären werde. Diesen Song habe ich in Stuttgart-Leonberg in einem Tonstudio aufgenommen, bin damit, 1980 war es, in die USA nach Los Angeles geflogen und habe die Platte dort abgemischt. Und Michael O'Mardian hat auf diesen Song einige Keyboard-Overdubs gespielt. Overdubs sind zusätzliche Instrumente, die noch draufkommen. Und ich hatte am Klavier diesen Akkord gespielt. A-Dur, None und Septime. Und er spielte diesen Akkord und ich sagte sofort, stopp du, der ist falsch. Ich habe dabei eine rote Birne bekommen, weil ich natürlich mich nicht getraut habe, einem Weltmeister wie O'Mardian zu sagen, dass er falsch sei. Aber er hat gelacht und hat gesagt, du, das ist mein Magic Chord, das ist mein magischer Akkord, der ist typisch O'Mardian, den müssen wir unbedingt drin lassen. Und zwar durch diesen speziellen Sound, Septime, H-Dur, Septime, die Oktave, die Terz und jetzt die Quarte und die Terz direkt nebeneinander. Normalerweise kennt man sowas. Ein Quartverhalt wird ja immer schön aufgelöst über die Terz. Und beides zusammen macht er. Ganz schön kühn, raffiniert. Und natürlich habe ich gesagt, okay, wenn das dein Magic-Akkord ist, dann müssen wir den natürlich drauf lassen. Das klingt ja auch ganz gut zusammen mit dem H-Dur. Diese Mischung macht's und ich bin da erst an dem Punkt 1980 darauf gekommen, dass man mit Harmonien viel raffinierter und kühner verfahren kann, wie es O'Mardian tut und er macht's in vielen seiner Songs. Zum Beispiel, wenn ich folgenden Abgang habe, auch hier, das wäre der Abgang und ich spiele einfach hier die totalen Reibungen. Akkorde einzeln nimmt, klingen sie fast schief in den Ohren, aber durch die Art und Weise, wie sie aufgelöst werden, bringen sie einen Reiz. Auch wieder dieses Nachklappern übrigens, was wir vorhin schon mal gehabt haben. Das sind so kleine, raffinierte Tricks, mit denen man Popmusik anreichern kann und sie klingt einfach nicht mehr so amateurhaft, sondern fast professionell. Michael O'Mardian, ein Beispiel, sein Magic Chord. Ich weiß nicht, was seiner heute ist und ich weiß nicht, was euer Magic Akkord oder euer Magic Chord ist. Ich hoffe nur nicht, dass er ein einfacher, banaler C-Dur-Dreiklang ist.
Ich hoffe, dass er sich natürlich schon etwas anspruchsvoller ausnimmt. Mein Magic Chord, mein Lieblingsakkord, wobei ich das in Anführungszeichen setzen möchte, ist dieser. Das ist, guckt mal genau auf meine Finger, das ist B, Septime, None, das ist die Terz. Und jetzt, dieser Ton ist die 11. Stufe, allerdings hoch alteriert. Alteriert nennt man, wenn ein Ton chromatisch nach oben oder unten sich bewegt. Und in dem Fall ist er nach oben gegangen, denn in der B-Dur-Tonleiter ist ein F und hier ist ein E. Deswegen ist das geschrieben eine 11 mit einem Kreuz. Kreuz ist immer ein Zeichen für Erhöhung, ein B-chen immer ein Zeichen für Erniedrigung. Und der Ton G ist die 13 im Akkord. Also ein recht komplizierter, fast schon Jazz-Akkord, der aber sehr viele Möglichkeiten birgt. Denn in diesem Akkord steckt de facto drin B-Dur und C-Dur. Ein sogenannter bitonaler Akkord. Bi, 2 und tonal, Tonalitäten. Da stecken zwei Tonalitäten drin. Da stecken aber noch viel mehr drin, denn ich kann zum Beispiel Ass auch als Grundton nehmen. Wenn ich mal das B unter einen Strich schreibe, Strich und dann ein B, und darüber schreibe ich Ass-Dur, jetzt Ass mit hochalterierter Quinte und Major 7, also eine große 7. So kann man den Akkord etwas leichter definieren in der sogenannten Bruchstrich-Schreibweise. Diese Schreibweise ist fast ein halbes Arrangement und die haben sich viele Leute angewöhnt, die Popmusik täglich machen, weil man mit ihr etwas besser zurechtkommt als mit der anderen Gitarrengriffschreibweise. Also dieser Magic Chord, mit dem kann ich Folgendes machen. Ich kann modulieren. Modulation ist, wie ich also elegant in eine andere Tonart komme und eine Modulation, die etwas interessanter ist als wäre von C-Dur nach A-Dur so eine Modulation. Über solche Akkorde komme ich in andere Tonarten und zwar richtig elegant. Vielleicht nochmal an einem Beispiel eines meiner Lieblingslieder. Auch hier seht ihr wieder diese Gabelgriff-Spielweise. Übrigens hier ist ein E-Dur über A. Und diese Möglichkeit zu spielen findet ihr in ganz, ganz vielen Songs. Nämlich, ihr kennt solche Sachen. Über einen Basston andere Akkorde drüber setzt. Und dieses Muster ist ja total weltberühmt geworden, zum Beispiel auch durch eine Chaka Khan-Ballade. Oder zum Beispiel Whitney Houston. Wo über A solche Akkorde gebündelt werden. Das ist eine Möglichkeit, Harmonien interessant zu machen. Die andere Möglichkeit ist, dass man nicht die rechte Hand wechseln lässt, sondern genau umgekehrt. Der Bass geht in Stufen nach unten, und zwar in Tönen, die irgendwo verwandt sind, mit A-Dur in dem Fall. Auch eine Sache, die oft gemacht wird und die die Harmonien, die ihr normalerweise habt, nämlich A-Dur, Fis-Moll, E-Dur, E-Dur, A-Dur, so eine ganz
stupide, banale Sequenz oder Kadenz, die diese Akkorde interessanter machen, nämlich indem ich ein Muster in der einen Hand immer beibehalten, und den Basston einfach schreiten lasse. So, ein kleiner Song zum Abschluss und dann sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge von Pop Piano Keyboard Session.